Guten Tag. Da wir den Projekttag heuer leider nur digital durchführen können, werde ich Ihnen in diesem Video kurz mein Projekt vorstellen. Die Problemstellung zu diesem Projekt stammt von der Firma Infomainz, für welche ich das Ganze auch in ihre Radix-Software eingebaut habe. Bei der Problemstellung geht es darum, eine Reihe von Einsätzen so effizient wie möglich auf mehrere Techniker aufzuteilen. Diese Zuteilung soll automatisch erfolgen, und es müssen folgende Kriterien dabei beachtet werden: Die Fahrzeiten, welche die Techniker zu ihren Einsätzen zurücklegen müssen, sollen so gering wie möglich ausfallen. Auch muss die Priorität der einzelnen Einsätze in der Planung berücksichtigt werden und die Arbeitszeiten der Techniker dürfen nicht überschritten werden. Dieses Problem ähnelt stark bereits bekannten Problemen in der Informatik. Und es ist deshalb möglich zu sagen, dass es unmöglich ist, ein Programm zu schreiben, welches in einem angemessenen Zeitraum eine optimale Lösung für dieses Problem findet. Es ist also notwendig, auf eine Annäherung zurückzugreifen, welche zwar nicht die optimale Lösung findet, dafür aber weitaus schneller ist. Für diese Aufgabe kann man einen evolutionären Algorithmus verwenden. Dieser ist an die biologische Evolution angelehnt und funktioniert folgendermaßen. Anfangs wird eine Menge aus zufälligen Zuordnungen erstellt. Diese ist natürlicherweise noch nicht sehr gut. Danach entfernt man die schlechtesten Lösungen in dieser Menge und generiert aus den übrig gebliebenen Lösungen neue Lösungen. Diese neuen Lösungen sollten sehr viel mit den bereits vorhandenen Lösungen gemeinsam haben, dennoch aber geringfügig anders sein. Wenn man diesen Vorgang nun sehr oft hintereinander durchführt, wird die Lösung immer effizienter, wobei diese Rate der Verbesserung allerdings stetig abnimmt. Wie bereits erwähnt, habe ich eine Version dieses Algorithmus in die Radix-Software der Firma Infomainz eingebaut. Aber damit man den Einsatzplaner auch außerhalb der Radix-Software verwenden kann, habe ich eine eigene Webanwendung entwickelt, mit welcher man das Ganze auch außerhalb verwenden kann. Man kann in dieser Webanwendung anfangs alle benötigten Daten zu den Technikern und Einsätzen eintragen und dann nach der effizientesten Lösung hin optimieren. Der Einsatzplan wird nach der Optimierung dann in tabellarischer Form und auf der Karte angezeigt. Vielen Dank für das Zuhören und schauen Sie auch gerne bei den anderen Projekten vorbei.